Einen wunderschönen guten Morgen, Friends. Wir sind gerade in Seychelles angekommen und wir haben heute eine Mission gehabt. Und zwar sind wir um 5 Uhr morgens aufgestanden zum Sonnenaufgang. Ihr seht, es ist ein bisschen bewölkt. Nichtsdestotrotz haben wir richtig schöne Aussichten. Sieht echt aus wie auf Hawaii, richtig traumhaft, diese Klippen. Da vorne sind Wasserfälle und eigentlich sollte da vorne irgendwo die Sonne aufgehen. Ja. Ich glaube, Stella ist ein bisschen angenervt von mir, aber hoffentlich kriegen wir noch ein paar schöne Aufnahmen hin und hoffentlich wird euch das Video heute gefallen. Let's go! Good morning! Wie geht's dir? Oh! Freust du dich, dass ich dich um 5 Uhr geweckt habe? Nein, du hast mich schon die ganze Nacht geweckt. Ah, das tut mir leid. Was sagst du zum Sonnenaufgang? Der ist ein bisschen grau, die Sonne ignoriert uns ein bisschen. Sie hat keine Lust auf uns, ne? Scheiße, ey. Und es ist echt fresh. Das tut mir echt mega leid. Aber ich finde es trotzdem irgendwie voll schön. Ja, es ist also auch traumhaft. Ich war auch selten mal an einem Strand, der so verlassen ist, weil hier noch nichts los ist. Ja, hier wir vorne. Wir haben auf jeden Fall den besten Parkplatz. Wir haben den besten, erste Reihe. Und hier vorne ist der Seychelles Beach. Oh, ich weiß nicht, ob man das gleich hier ein bisschen besser erkennen kann. Seychelles Beach und das ist einer der wenigen Sandstrände hier auf der Insel. Man muss auch sagen, der ist extrem schwarz, also sehr, sehr dunkel. Aber man hat hier überall kleine Wasserfälle. Das ist so heftig. Da ist ein Wasserfall, da ist ein Wasserfall. Da vorne ein größerer. Also traumhafte Kulisse trotzdem. Und direkt gegenüber sind die Seychelles Natural Pools und die schauen wir uns auch noch mal kurz an. Kurze Unterbrechung und zwar werde ich mal wieder einen Travel Guide für euch basteln, diesmal aus Madeira und den findet ihr in unserem Shop getawayclub.com. Ich werde euch die schönsten Strände zeigen, nochmal die absoluten To-Dos auflisten und natürlich geile Restaurants zeigen, die ich hier in meinen Videos noch nicht empfohlen hatte und vor allem werde ich auch noch eine ganze Liste an Airbnbs machen mit schönen modernen Häusern, Villen, mit Pool und krassen Ausblicken. Deswegen lohnt sich auf jeden Fall schon mal den Travel Guide abzuchecken. Außerdem gibt es noch ein paar 360 Grad Videos exklusiver Content, den ich nur für den Travel Guide vorbereitet habe. Checkt's gerne aus und ich wünsche euch viel Spaß weiterhin mit dem Video. Let's go! Und direkt hinter uns sind auch noch die Seychelles Natural Pools. Eigentlich war hier mal früher, glaube ich, auch mal ein Sprungbrett, aber ist ein Dicker mal draufgesprungen. Ich weiß nicht. Promise. Und ja, sieht absolut heftig aus. Es ist auch gar nicht so kalt, aber Stella meint, es ist kalt. Nein, es ist ein bisschen windiger, aber hier ist es windgeschützt und es ist richtig, richtig traumhaft trotzdem. Aber ja, Sonnenuntergang haben wir jetzt irgendwie nicht mitbekommen. Trotzdem richtig traumhaft und ich glaube, das wird eine geile Episode, also bleibt dran. So, Freunde, für uns gibt es jetzt erstmal einen ersten Kaffee und das Geile ist, wir haben uns den im Supermarkt geholt und die haben echt super geile Kaffees hier in den Supermärkten. Da treffen sich auch die Locals vor der Arbeit. Gönnen sich noch so ein Croissant oder so ein Aufbackbaguette und oder so ein leckeres Baguette und gönnen sich erstmal Kaffee. Also Cheers können wir auf jeden Fall empfehlen. Vor allem haben wir jetzt gerade noch frische Orangensäfte bestellt. Cheers. So Leute, wir sind jetzt wieder zurück vom Seychelles Beach. Ich hoffe, euch haben die Aufnahmen gefallen. Ich muss sagen, es ist ein atemberaubender Ort und vor allem auch so die Kulisse mit diesen Klippen sieht echt 1:1 aus wie auf Hawaii. Und jetzt sind wir 12 Minuten weitergefahren zu Ribera do Janela und da
vorne soll wohl so ein richtig geiler Aussichtspunkt sein. Da fahren wir jetzt mal hin oder laufen mal eben schnell hin. Let's go! Freunde, endlich haben wir es gefunden, das volle Glas Poncha. Und wir sind jetzt gerade in Solma, ist in Seychelles, ein schönes kleines Fischrestaurant. Und das wurde mir ja schon bei der Theresa empfohlen, in dem Dörfchen, wo wir sind. Und in unserer Frühstücksbar, wo wir die Acai Bowls gegessen haben, wurde uns auch hier dieser Laden empfohlen. Deswegen dachte ich mir so, müssen wir mal auf jeden Fall hier den Fisch probieren. Ich würde sagen, Saud, und wir checken mal den Fisch ab. So, Freunde, und am Start sind unsere gekochten Kartoffeln plus Degenfisch. Das ist hier so eine Spezialität auf der Insel. Bekommt ihr überall. Und der Fisch ist jetzt nicht der schönste. Wenn ihr den mal im Markt gesehen habt, ist so ein ziemlich langartiger Hecht. Makrelenartiger Fisch mit so riesen Zähnen und ist schwarz, aber schmeckt unfassbar lecker, sehr, sehr feste Konsistenz. Und die machen den hier überall auf der Insel sehr lecker mit ein bisschen Knoblauch und Petersilie und schön gegrillt. Das ist auf jeden Fall Schmackofatz. Den Laden kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Wir hatten hier noch gerade Boyo de Caco, was so eine Art Knoblauchbrot ist. Habt ihr schon in den anderen Episoden gesehen. Wir hauen uns jetzt mal rein. Ist jetzt wahrscheinlich nicht der schönste Laden vom Ambiente her, aber dafür echt und local. Obrigado. Wow. Zwei frische Ponchas. Schau dir das mal an. Auch eine ganz andere Farbe, ne? So Zesten reingetan, also Zitronenzesten, die richtig zerkrümmelt mit Zucker und dann hat er aufgefüllt mit Rum. Und das wird uns ja auch empfohlen. Also ja, cheers. Saúde. Leute, no joke, wir haben den besten Ponchas-Laden hier auf Madeira gefunden. São Vicente Ponchas. Bisher absoluter Favorite. Sehr, sehr geil, super frisch zubereitet, kein Fertigkram, bestes Stuff, den ihr hier auf der Insel bekommen könnt. Frisch zubereitet, kann ich auf jeden Fall... Gar nicht künstlich. Nee, gar nicht. Wir können es auf jeden Fall empfehlen, falls ihr mal hier in Seychelles seid, vorbeizuschauen und einen schönen Ponchas sich zu genehmigen. Nice. Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Wir starten unseren Tag heute in Santana und hinter uns seht ihr die traditionellen Madeira-Häuschen. So sahen die Häuschen hier auf der Insel die ganze Zeit aus, bis vor ein paar tausend Jahren vielleicht. Nein, ich weiß nicht, wie alt genau, aber wir hatten hier so Weizendächer und das sieht richtig, richtig traumhaft aus, muss ich sagen. Sehr, sehr schön. Also das sind die einzigen... Das sind hier auch die einzigen Häuschen auf der Insel, die erhalten blieben, weil man müsste das Weizen bzw. das Schilf jedes Jahr erneuern. Und das ist natürlich eine kleine Kostensache. Deswegen gibt es zwar immer noch diese trapezförmigen Häuschen, die sind auch noch erhalten, aber die Dächer, die sind meistens jetzt aus Ziegel oder aus Blech. Und hier in Santana seht ihr dann die Ursprungsform, wie es auch erhalten blieb. Und ich finde, das sieht richtig traumhaft aus. Deswegen machen wir jetzt erstmal ein paar schöne Aufnahmen hier in Santana und dann hauen wir uns mal einen kleinen Poncha rein, weil ich richtig Bock drauf. Wenn wir schon mal in Santana sind, dann dürfen wir eine Sache nicht vergessen. Und zwar müssen wir uns erstmal ein paar Ponchas holen. Das sind so traditionelle Getränke, die hier... Oh, guck mal, ey. Serviert werden, schon vorbereitet.
ganz viele Probierpakete. Wir werden hier auf jeden Fall erstmal nicht hungrig rausgehen. Hallo. Hallo. Traditionelle Mandelkuchen wird hier überall angeboten, auch in den Bäckereien. Riecht wie probier mal. Lebkuchen. Ja, stimmt. Ist wahrscheinlich genauso lange haltbar wie ein Lebkuchen. Und? Schmeckt auch ein bisschen so. Ich probiere den auch mal. Ups, ein bisschen größer. Schmeckt genauso wie Lebkuchen. Problem ist, dass es hier so eine Touristenhütte ist. Das heißt, da gibt es nur so ein kleines Tröpfchen zum Probieren. Aber kann man mal probieren. Welchen möchtest du denn? Ja, ich will gerne den regionalen. Oder ja. Ich nehme gerne den Regional. Ich habe, glaube ich, Kleingeld. Warte. Ja? Obrigado. So. Saude. Cheers. Und, wie schmeckt's? Gut. Wow. Süß. Stark. Let's go. Jetzt probiere ich mal auch den Poncho. Riecht auf jeden Fall sehr geil. Ist kein fertiges Zeug, das kann ich euch schon mal sagen. Leider gibt es nur so einen kleinen Pinneken. Ich hätte gerne den ganzen getrunken, aber egal. Eine ganze Flasche. Saude. Saude. Guter Geschmack. Im Abgang ziemlich stark, der Rum. Aber schmeckt sehr lecker. Sehr frisch. Limette, Zitrone, Rum. Ah, ganz viele Eindrücke. Auch lecker. Hortensien. Ich liebe Hortensien und dann in diesem Blau. Und guck mal, wie prunkvoll und riesig die einfach sind. Vor allem also, überall auf der Insel verteilt, ne? Ja, und nicht nur die, aber Hortensien sehe ich voll oft. Und kein Wunder, dass das die Blumeninsel heißt, weil es ist die Blumeninsel. Das stimmt, es ist richtig traumhaft hier. Wenn wir schon mal in Santana sind, dann müssen wir uns nochmal einen Poncha gönnen. Wir hatten noch einen. Schon den Traditional, also mit Obst, Honig, bisschen klein hier. Und Rum. Und jetzt testen wir einmal Maracuja. Let's go. So, we go for another one. What is inside the maracuja one? Rum, honey and passion fruit. Okay. Ah, okay. And in the original? Rum, honey and lemon juice. Okay. Ah, nice, yeah. Nice. Okay. Yeah. Easy but good. Homemade, yeah. Yeah, it's really delicious, yeah, really nice. It's really good and yeah. Really strong. Yeah. But refreshing. Soda. Der ist ein bisschen gefährlicher, weil der so süß ist und nicht so brennt. Nee? Richtiges Feuerwasser, aber geil. Cheers, war auf jeden Fall nice. Ein guter Stopp hier. Können wir euch empfehlen, jo. Einfach mal. Ein Böllchen zum Frühstück. Einfach mal für einen Euro ein Schnappes gönnen. Cheers, Frühstück. Santana auf jeden Fall einen kleinen Stopp wert, vor allem für einen kleinen Poncha. Und man muss hier echt ein bisschen später hinkommen, weil sonst kommen die ganzen Touribusse an. Ein bisschen voll ist es hier, ein bisschen überlaufen. Aber vielleicht habt ihr ja Glück, wenn ihr relativ früh hinkommt oder vielleicht spät, dann sind die ganzen Leute auch mal weg verschwunden. Jedoch wirklich schön hier das Ganze anzusehen und ein bisschen was von der Kultur mitzubekommen. Und wir heißen jetzt im nächsten Spot. Hoffentlich gibt es da ein riesengroßes geiles Poncha. Let's go. So, Amigos, wir sind angekommen. Bist du ready? Yes. Wir sind eingecremt und wie ihr seht, kann man hier eigentlich exzellent parken. Ist auch kostenfrei. Allerdings solltet ihr vielleicht ein bisschen früher kommen, weil schaut mal, wie viele Leute gerade schon den Hike machen. Mal gucken, wie es wird an den Wasserfällen. Wir nehmen euch natürlich real gemäß mit. Und Stella hat hier sogar unsere schöne Kette mitgenommen. Ja, ich habe die diesmal als Joker gebunden. Und ihr müsst einfach eine von den kleinen Ösen abmachen und dann könnt ihr die als lange Kette oder als Joker nutzen. Ja, oder als Brillenkette. Friends, das ist der Hike. Wir starten hier, laufen runter und dann biegen wir links ab zu den 25 Wasserfällen. Gesamtlänge 3 Stunden. Let's go! Schau mal, wie geil. Hier kommt direkt frisches Gebirgswasser raus. Ist so klar. Bestimmt kann man hier auch seine Wasserflasche auffüllen. Ihr seht, die Wege sind hier ein bisschen schmal. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Ja. Wenn Leute auch vorbeikommen, ein bisschen schwierig. Jo. Aber an sich ist der Hike total easy. Machbar. Also nochmal hier. Die Hikes sind eigentlich voll easy machbar. Ihr müsst auf jeden Fall festes Schuhwerk mitbringen, wie auf jedem Hike. Bisschen eine Cap, am besten unsere Getaway Club Cap. Let's go! Und ja, Sonnencreme und vor allem was zu trinken. Ansonsten, ja, bisschen eng hier, aber man kriegt's hin. Bisschen Adventure. Kommt, stehst du halt kurz um. Ziehst halt deinen Arsch ein, ein bisschen. Ich glaube,
Rückweg wird aber härter, weil es ein bisschen mehr dauern. Die Steigung ist richtig hart. Ich würde sagen, das ist der Stairmaster God, ey, ohne Spaß. Aber da sind wir noch nicht. Erstmal runter. Schatz? So, Freunde, wir sind jetzt einmal ins Wasser reingejumpt. Wasser ist so arschkalt. Könnt ihr euch das so vorstellen? Wenn man mit dem Kopf voraus reinspringt, ist es wie man so ein Slush-Eis trinkt. Man kriegt so einen Brain Freeze. Einfach nur krass. Auf jeden Fall hat sich der Hike gelohnt. Ein paar mehr Leute sind jetzt hier am Start und wir haben richtig Hunger. Und deswegen versuchen wir jetzt einen richtig geilen Burgerladen zu finden. Könnte genauso eine Challenge sein, wie ins Wasser zu springen. Also bis gleich auf jeden Fall. So, Freunde, nach einem guten Hike braucht man auch ein gutes Essen und wir sind jetzt gerade wieder bei Manifattura di Gelato. Und zwar ist es in Caletta, ungefähr 20 Minuten von dem Hike entfernt. Sehr, sehr geiler Laden, wollten wir schon mal essen in einem der Videos. Wir haben uns diesmal bestellt Pizza Tonno mit ein bisschen Spinat extra. Bollo di Cacco ist das Beste auf der Insel, ohne Spaß, kann ich wirklich empfehlen. Silla Penne mit Büffelmozzarella, Tomaten. Und ich habe hier noch Oktopus ein bisschen mariniert, so mit einer Zwiebel- und Weinsauce. Sehr, sehr geil, freue ich mich drauf und jetzt hauen wir rein. So Hunger. So, Freunde, das Essen war mal super lecker, also wirklich mal richtig eine Empfehlung. Und jetzt zeigen wir euch einen Wasserfall, den ihr unbedingt nicht verpassen solltet, wenn ihr auf Madeira seid. Let's go! Yes! So, Leute, jetzt zeigen wir euch den richtig krassen Wasserfall und zwar der hier, Cascada dos Anjos. Juhu! Wasserfall direkt an der Straße. What the hell? Dieses Mal war ich komplett drunter. Sieht man auch gar nicht, ey. Abgefahren. Aber refreshing. Nice. Oh, Leute, ey, wir haben gerade eine richtig geile Dusche gehabt, komplett unterm Wasserfall. Ich muss sagen, das ist hier mein Lieblingswasserfall komplett auf der Insel, weil er ist super easy zugänglich und macht einfach nur Spaß, das zu sehen. Ja, es sind gar kein Bock. Der fährt die Straße. Wir sind jetzt gerade hier mitten im Atlantischen Ozean und jetzt müsst ihr euch mal zurückversetzen in die Zeit von Vasco da Gama, einem der größten Weltenentdecker Portugals. Leute, kurz vor dem letzten Stopp, vor der neuen Welt, vor Amerika, musste man natürlich noch mal ein paar Reserven auffüllen. Und was denkt ihr, was das Wichtigste war auf dem Schiff? Natürlich ein guter Rum. Und den bekommt man hier auf Madeira. Deswegen habe ich mir sagen lassen, eine der ältesten Factories, eine der ältesten Fabriken hier auf der Insel ist hier in Caleta. Und hier gibt des richtig leckeren Rum. Und ich muss sagen, ich habe ihn schon vorher probiert in Funchal und mir wurde das hier empfohlen, hier hinzukommen. Denn der Rum hier auf Madeira hat so eine eigene Note. Sehr, sehr fruchtig. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so der Rum-Konnoisseur, aber mir ist sehr, sehr aufgefallen, dass es hier eine besondere, ja, Geschmacksnote in dem Rum gibt, die ich so noch nirgendwo probiert habe. Und ich war ja schon in der Domrep auf den Maldiven und überall, wo es sonst noch Rum gibt, okay, vielleicht Maldiven, mal ein bisschen gelogen, da gibt es gar keinen Rum, aber auf jeden Fall in der Karibik. Und der Rum hat ziemlich, sag ich mal, neutral bis vanillig geschmeckt, wenn er gereift war. Allerdings schmeckt hier schon dieser weiße Rum, dieser pure Rum, sehr, sehr fruchtig. Und hier bin ich gerade in einer der ältesten Fabriken und da schauen wir mal rein und vielleicht kriegen wir noch ein paar schöne Souvenirs mit nach Hause. Schaut mal, Leute, hier wird das Zuckerrohr reingepackt und gepresst. Der frische Saft kommt hier runter, wird dann direkt verarbeitet zum wunderschönen Rum. Sieht auf jeden Fall sehr abgefahren aus. Und die Fabrik ist noch in Betrieb, das ist krass. Perfect, thank you so much. So, Freunde, ich bin jetzt in einer kleinen Höhle angekommen, wo wir ganz viele Leckereien hier dieser Destillerie probieren können. Und das erste ist hier Zuckerrohrsaft. Das erste Mal, dass ich das probiere, riecht so ein bisschen nach, einfach nur nach Gras. Nicht nach dem Gras aus Amsterdam, sondern normaler Wiese. Auf jeden Fall riecht es ganz neutral. Eigentlich so ein bisschen mehr nach Pflanze. Alter Schwede, es ist so süß. Zuckersüß. Als würde man Honig, also als würde man wirklich 4 Löffel Zucker in so ein kleines Gläschen packen. Krass. Deswegen wird ja auch wahrscheinlich der gute Rum daraus hergestellt.
Und es hat so einen kleinen Eigengeschmack. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ein bisschen nach Honig und ein bisschen was Eigenes. So leicht zitronig. Schmeckt auf jeden Fall ziemlich gut. Und dann kommen wir zu den guten Sachen. Und zwar ist das hier die älteste Rumfabrik in auf Madeira. Und hier bekommt ihr diesen guten Schnaps her. Und das ist Aguardiente de Caña. Aguardiente de Caña. Die gute Aussprache, die kommt erst nach dem zweiten Schnaps. Und das Ding hat hier 50%. Is it the oldest factory in on Madeira? Someone told me it's the oldest factory. More factories. Okay, so we don't know if it's the oldest, but it's one of the oldest, let's say. Und es ist 50% Rum. Beste, hat man mir gesagt, ist der mit 50%. Und wenn man allein schon daran schnuppert, dann hat es so den leichten Geruch wie dieser Zuckerrohrsaft, den ich gerade getrunken habe. Und ich muss sagen, das ist das erste Mal, dass Rum so eine intensive Note hat. Normalerweise hat es nicht so diesen Zuckerrohrgeschmack, aber hier extrem, muss ich sagen. Also schmeckt mir sehr gut. Taking myself some souvenirs from the store. See you, bye bye, it was nice to meet you. Leute, ich habe mir noch ein kleines Souvenir mitgebracht für zu Hause, damit mein Papa auch noch ein bisschen auf den Geschmack kommt vom Madeira rum. Und ich muss sagen, ich war jetzt bisher an vielen Orten, in der Karibik, in der Domrep letztens, habe Rum geprobiert auf der ganzen Welt. Und ich muss sagen, so einen Rum wie diesen hier auf Madeira habe ich noch nie probiert. Ich muss sagen, ich komme hier richtig auf den Geschmack, Rum zu probieren, weil der hier sehr, sehr lecker schmeckt. Also ich kann es euch mega empfehlen, Rum aus Madeira mal mitzubringen und zu probieren. Super leckeres Zeug. So Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es so war, dann gebt gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, falls ihr weitere Episoden von unseren Reisen nicht verpassen wollt. Und wie gesagt, checkt gerne den Travel Guide aus. Da sind nochmal alle Tipps zusammengefasst und noch mehr schöne Geheimtipps plus richtig schöne Unterkünfte, so wie unsere. Hier schaut euch mal diesen Ausblick an. Es ist einfach fantastisch, den Sonnenuntergang hier zu genießen. Und wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Juhu!